reicht noch alles aus, ne? Diese sind auch noch nicht alt. Ich habe einen neuen Abfahrten wieder. Eine ewige Flamme. Ey! Andere Nationen sollten uns... Ich finde diesen Arsch... Ich finde diesen Typ zwar voll Arsch, aber... Ewige Flamme. Das ist nicht schlecht. Was kann ich denn bauen? Ist noch teuer, dieses Ding. Naja, scheiß drauf. Passt natürlich nicht hin. Hier passt. Und ich mach zum ersten Mal seit langer Zeit Schulden. Eieiei. Geht wieder hoch, keine Angst. Hab's doch gesagt. Alter, da draußen blitzt eh. Die Wirtschaft brummt. Wir haben unsere Schulden begleichen können. Boah, draußen donnert's und gewittert's. Ist echt beängstigend. Ich glaube, die geben mir Kohle. Nee, macht's nicht. Andere Nationen sollen... Kohle geht mir ein bisschen an Arsch momentan. Verschmutzung. Viel besser. Machen wir gleich noch eine. Oh, nee, machen wir nicht. Ihr wisst ja wohl warum. Ich habe einen Geheimauftrag für Sie, Genosse. Gut. Wieder ein bisschen Kohle abgecheckt. Die Rebellen starten einen Angriff. Oh, nicht auch noch. Komm schon, Kohle. Wie furchtbar, Präsidente. Einer Ihrer Bürger kritisiert Sie offen. Dieser Frevel muss aufhören. Ja, das werde ich gleich anschauen, wenn mein Geld wieder hochgeht. Ich werde ihn bestechen. So geht's. Aber mein Geld geht in den Arsch. Nee, es steigt. Was geht denn hier falsch? Oh, nee. Verdammt. Dammit. Komm, Geld. Geh ins Plus. Ich habe immer noch böse Schulden. Sobald die Bilanz wieder nach oben geht, mache ich dann auch mal einen Cut. Weil, ja, ich habe ziemlich lange gelabert. Es darf nicht unter 5000 gehen, die Schulden. Weil dann bekomme ich keine Probleme. Ah, doch. Oh, das Geld ist wieder da. Cashflow, Cashflow. Ne. Will ich noch gar nicht. Ich will mal gucken. Wie furchtbar, Präsident. Ja, das wissen wir schon. Wann können die endlich mal... Oh, ne. Nicht schon wieder Minus. Wir lassen noch jetzt ein bisschen das Spiel laufen, bis wir über 50.000 haben. Komm. Ah, das sind die Rebellen. Danke. Ein großer Sieg für unsere... Sie ein Rebell? Sind Sie es leid, von der Armee in die Mangel genommen zu werden? Dann brauchen Sie größere Kanonen. Und wir haben sie. Oh oh. Rufen Sie gleich an und Sie erhalten eine Flagge und eine Sprengkapsel gratis. Was ist denn das für ein Rex-Arsch? Stellt sich gegen die Regierung auf. Wenn ich den erwische, dann werde er umgebracht. Komm, Kohle. Ich will momentan eben nichts bauen. Da weißt du was? Mein Finanzsystem hat sich ziemlich beruhigt. Würde ich jetzt mal sagen.
Deshalb machen wir hier mal auf Menü und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Drei ausländische Touristen werden nach einer Entführung als Geiseln festgehalten. Darauf ist der Tourismusindex gesunken. Oh, und schon beginnen wir mit der Aufnahme und schon als erstes werden schon Touristen entführt. Ist ja mal super. Scheiße. Die Rettung ist gescheitert, ne? Ja, wo ist denn meine Stadt? Ich mach das mal so. Da-da-da-da. Hey, Kumpel. Ich habe wieder das Gesindel aus der Heimat im Nacken. Sie wissen ja, wie das ist. Also als erstes mache ich mal, glaube ich, Salzexport. Salzmine. Ah, das braucht natürlich Vorkommen, ne? Hier gibt's Salz, hier drinnen gibt's Salz. Hier am Händler gibt's Salz. Und da gibt's Salz. Mehr draußen nix, ne? Gut. Da gehen wir mal hier Salz holen. Ne, hier. Und dann Salzmine da. Ja, ja, so geht das. Und die graben jetzt auch schön unter das Hotel gerade mal. Und ich muss ganz kurz pausieren. So, und die Aufnahme läuft wieder. Parkhaus ist überlastet. Hier ist das Paar... das Polizeiwache. Boah, wir haben mal eine große Armee, ne? Das ist das Parkhaus. Infrastruktur. Parkhaus. Hier passt eventuell auch mal eins rein. Na. Aber hier klappt's. Aber er ist ja gar nicht mit der Straße verbunden. So, wunderbar. Ich habe einen Kalt.
Boah, jetzt geht das Gewitter los, ne? Die sollten eigentlich schon Salz graben, ne? Hm, was kann ich denn noch so machen? Die Freiheit verbessern. Oh, das tönt ja gar nicht gut. Was ist denn das? Ah, hier hinten kommt das Fernsehsignal ganz schlecht. Die im Hotel haben es auch nur noch so mittelmäßig. Ich mache hier mal ein zusätzliches Apartmentgebäude. Hier gleich nochmal. Zack. Ich verpulver Kohle. Oh oh. Ui. Oh oh. Ah, die Kohle geht aber ganz schnell, oder? Och, wie süß, meine Katze träumt irgendetwas. Salz wird exportiert. Meine Kohle ist momentan nicht so gut dran, ne? Aber ich hoffe, wir kommen ja schon wieder. Beziehungsweise dieses. Eieieiei. Komm. Unsere Staatsbilanz ist negativ. Die Weltbank will jedoch $10,000 unserer Kosten übernehmen. Haben wir jetzt Kosten mitgenommen? Ach, gut. Habe ich einen Zehner abgecheckt. Und exportiert habe ich auch noch gleich. Jetzt, das muss noch mehr sinken. Was will der? Du bist ein Fisch. Jetzt muss ich mal all diesen investieren. Den Fisch habe ich jetzt dann bald mal exportiert. Hier vorne natürlich das schlechteste Gebiet zum Fischen. Weil was sowas von klar. Ich habe sowas für diese Insel, das ist so ein richtiger Hotspot. Der ja im Übrigen auch Strom hat. Ja, Staatsschulden ist gut, ja. Ah, natürlich die Kontostanden. Eieieiei. Komm, das Geld wird schon klappen. Tourismus muss man fördern. Wer ist eigentlich der Tourismusindex? Hier in der Mitte vom Scheiß kann man. Nee, kann man nicht. Verdammt. Mich nimmt es ja gerade mal wunder, was das hier für komische. Ja, sicher im Wasser, ist klar. Was geht mit meiner Kohle?
Oh.